kurze Zusammenfassung von der Scheiße, oder was? Essen alles wie Romanschwein. Ich kann es einfach nicht häufig genug sagen. Und warum? Weil Mathe und Geometrie mein Leben ist. Yeah! Herzlich willkommen! Beef is back! Nach einer klitzekleinen Pause, in der wir uns ein bisschen erholen mussten, weil es so stressig war, geht's jetzt weiter mit Beef, zumindest eine Folge. Und heute zocken wir Halo 3! Oder Simons Lieblingsspiel. Ich wollte gerade sagen, aka Simons Lieblingsspiel. Ja. Bevor es soweit ist, hier nochmal ein kurzer Überblick über den Stand der Dinge. So steht's gerade. Also, ihr seht, Simon hat sich Halo für den richtigen Moment aufgespart. Heute der Sturm an die Spitze. Jeder weiß, dass er der Haushof-Favorit ist. Das ist schon gelogen! Und? Um jetzt ein bisschen Chancengleichheit einkehren zu lassen, treffe ich noch ein paar... Chancengleichheit! Und dann geht's los! Das fixiert mich nur besser, sodass ich mehr wie eine Waffe werde. Okay. Dass ich mehr wie eine... Nein, das nicht! Okay, weißt du, von mir aus? Okay! Ich bin dabei. Hallo, mein Name ist Budin, ich werde gewinnen. Geh jetzt weg! Budi hat beschissen, Budi hat geübt. Nein, ich brauch das. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des virtuellen Sports. Wir sind eure Kommentatoren für diese epochale Ausgabe. Ich bin Wolf. Ich bin Gunnar. Und ich bin dran. Gespielt wird Halo 3. Drei Matches à 10 Minuten. Die Frags werden zusammengezählt und die erste Map ist... Highground. Highground ist eine Map, die auch die meisten Halo-Spieler, glaube ich, immer ganz oben auf der Liste haben. Ja, und ein Strand und ein Bunker. Viele taktische Möglichkeiten. Was meint ihr, wird das ein Heimspiel für Simon? Simon ist auf jeden Fall haushoher Favorit, aber ich glaube, Budi steht ihm nichts nahe. So, jetzt schauen wir doch mal, wie es jetzt aussieht. Oh, es geht auch schon los. Alle bereit, oder was? Ich bin aufgeregt. Oh, ich hab so keinen Bock mehr, wirklich. Das ist so krass. So, okay, ich starte das Spiel. Also 10 Minuten Unlimited Frags? Ja, 10 Minuten. Oh, es geht los. Und hier geht es auch schon los. Die Athleten haben Platz genommen. Habt ihr Ton? Ja. Ah, okay. Ich hab keinen. Etienne verzieht sich erstmal in den Bunker, sucht wahrscheinlich einen Niedler oder nee, einen Kranach. Nein! Oh nee! Schnappt. Wer war hier dran? Wer war in der Station? Meine Steuerung ist invertiert. Krant! Meine scheiß Steuerung ist invertiert. Ich muss kurz. Ey, das ist unfassbar. Was ist denn? Nee, ihr spielt weiter. Das ist unfassbar. Jeder ist für sein Equipment selbst verantwortlich. Das ist so lächerlich. Wir sehen Nils, wie er mit dem Ghost am Strand rumkurft. Und so ein bisschen damit nicht klarkommt irgendwie, ne? Von Budi beschossen aus dem Hinterhalt. Ich hab von zwei Seiten den total bescheuert. Da muss man auf den Einzelfall gucken, ob das wirklich Sinn macht, sich in den Ghost zu setzen. Oh, du warst auch da. Aber Nils möchte auch nicht vom Ghost lassen. Also man sieht ihn immer nach unten, er cruist da fröhlich rum, wird aber auch die ganze Zeit beschossen. Ein Schutz, ein bisschen gut. Jetzt haben sie es gefunden. Budi ist mittlerweile auch ein Ghost. Und Budi steigt doch wieder aus. Nimmt doch lieber wieder das Battle Rifle. Schlechte Chance, nein. Zwei Metallnasen tanken super. Das wäre vorhin. Oh, jetzt ist aber Budi zu früh. Oh nein, er hat wirklich rausgesnipert quasi. Super gut gespielt. Nee, super schlecht. Eddie steht noch bei 0 und geht den Turm hoch, um sich einen Niedler zu schnappen. Nee, macht er doch nicht. Was macht er denn da? Er macht gar nichts. Derweil probiert Etienne am unteren Bildschirmrand über sich zu erhalten, wird dann aber auch direkt weggenommen. Du bist so eine Sch. Wie kommst du denn her, du? Ah, hier, Budi jetzt mit dem Raketenwerfer. Oh, aber kriegt. Oh. Nein! Okay, jetzt werde ich stinksauer und töte alles. Ja, das rächt sich natürlich, der Raketenwerfer ist auch eine recht unhandliche Waffe. Oh, hier wieder mit dem Raketenwerfer. Simon deckt den Bunker ein mit dem Brutgewehr und dann kommt von oben der Budi runter. Budi. Hilfe, gib mir mal mein Bett, ihr Penner! Warum habt ihr mich festgeklebt? Ich wollte dich auch befreien. Fuck, hey, come on! Angry Video Game, Bimon. Man weiß ja, gerade bei Halo, da kochen die Emotionen schnell über. Also ich bin gespannt, wie cool die Jungs bleiben. Das ist ja wohl das hinterletzte Camperverhalten, das du da an den Tag legst. Ist natürlich ein billiger Punkt, aber auch und den nimmt man gerne. Und weiter erstmal die Granate ins Blaue geworfen. Damit verrät man sich leider auch schnell. Tja, und wird überrascht. Ja. Ich bin irgendwie drin. Ah. Ja, gut gemacht, der Eddie. 5-3 für Simon. Krass. Ja. Man hat's ja fast kommen sehen. Fuck! Und da ist er wieder, der scheiß Booty-Abstauber. Kommt immer nur dann, wenn alles fertig ist. Was? Oh? Ich vernehme, dass
Senken von Energieschildern. Dann gehe ich wohl mal aus meiner Deckung. Könnte ja sein, dass bald was kommt. Man merkt, Simon kommt langsam schon in die Meckerphase. Ja. So, der meint das ja auch ernst. Dann. Ja, ja. Aber das gehört einfach dazu, man regt sich halt ein bisschen auf. Und Simon führt nach wie vor, allerdings Simon auch nur auf sehr knapp... Auf den Sack! Was? Schieß an der Bude! Nein, ich direkt vor der Wand! Was? Wieso? Was? Sehr gut! Richtig so! Wo ist das Problem? Du hast genauso viel wie ich! Was willst du denn? So. Also man sieht Simon und Budi beide so im Sechserbereich. Etienne und Nils krebsen so mit 2 bzw. 3 Fracks rum. Ja, da kriegt man langsam... trennt sich die Spreu vom Weizen. Das scheint mir aber auch so. So, wir schalten wieder zum Simon, der hier mit der Shotgun rumläuft. Oh, komm! Was willst du? Geh weg! Lass mich in Ruhe, konzentrier dich lieber! Simon wird sich bestimmt damit rausreden, dass er ja gefesselt ist. Wo sind eigentlich die ganzen Fahrzeuge? Die coolen? Die sind schon weg, die sind am Anfang schon kaputt. Weil der mit nichts um... weil der mit nicht umgehen könnt. Viel zu kompliziert, Gas geben und bremsen, der soll das denn kapieren? Ja, Simon schaut sich hektisch um, weil er weiß, dass da irgendjemand ist. Oh, wer versucht denn hier so ganz schlecht mit Granaten mich zu treffen? Ist auch klassischer Anfängerfehler, ne? Einfach reflexartig erstmal eine Granate weit wegwerfen, vielleicht treffe ich ja irgendwas. Ja, mach ich aber auch ganz gerne mal. Du bist ja auch ein klassischer Anfänger. Oh, jetzt nichts gegen sie. Ja, und hier Budi, wir schauen mal kurz zurück zu Budi. 9 Fracks? Hoppla. Oh, jetzt hier. Oh. Oh, Nils ist aber weit abgeschlagen, was ist denn da los? Ey, es sind immer die Abstauber, ne? Ich staub nur ab, alle. Wir will da nur in deinem Gebiet. Und Budi fängt schon an, breit zu grinsen. Budi ist er sich seiner Sache aber vielleicht zu sicher? Zu sicher? Und damit geht er schön in die Höhle rein, denn da hat er den Eddie gesehen. Und er schafft's wirklich. Ich wollte gerade sagen, das kann sicheres aber auch sehr Ding, nach hinten losgehen, mit so einer klobigen Waffe umzulaufen. Oh, Budi wird gesnipert von Nils. Oh. Nein! Blöder Penner-Sniper, ey. Aber ich glaube, das war's jetzt auch für Nils. Ah. Komm jetzt her! Das war schön abgestaubt. Das war richtig professionell abgestaubt. Da habe ich nicht die geringste Mühe mit gehabt. Das war ein Punkt, der wurde mir geschenkt. Ja, und da hat er ihn. Und jetzt sind wir schon bei 9 Frames. Er kennt ja auch alle Camp-Positionen. Das spawn ich direkt in seinem Feuer, ne? Das ist ja wirklich ein Witz. Ach, der Budi, wie niedlich. Sollte mal lassen. Und Simon weigert sich da eigentlich groß runterzusteigen, ja. Ist Simon fast unschlagbar, möchte ich sagen. Achtung, Achtung! Achtung! Das verdenken! Komm, du verreckst jetzt! Ja, aber ich kann weiterschießen. Scheißkerl, echt. Oh Mann, 10 zu 11, Alter, das geht ja wohl mal gar nicht. Das hast du nicht annähernd verdient. So, bei Etienne geht's ein bisschen gemütlicher zu. Ja, mit seinen 4 Pünktchen. Aber der findet bestimmt auch noch ins Spiel. Oder ein anderes Spiel. Ins nächste Spiel dann. Mann, dich, Boni, du! Ja, genau! Auch nicht, was ihr alle gegen mich habt, echt. Wir kennen es ja auch, Halo hat schon so manche Freundschaft zerstört. Also, wir sind ja auch keine Freunde eigentlich. Von ja, daher, ja. Was? Aber Budi hier auch ganz cool. Oh, zack. Das war ein schönes Ding mit dem Raketenwerfer, Mann. Aber hat er den denn jetzt eigentlich so schnell hergehabt? Ein Lackertreffer. Oh, mal kurz der Zwischenstand. Budi führt mit 13 und relativ deutlich. Also Simon, der Zweite, hat schon 3 Punkte weniger. Das ist schon... Ja. Da zeichnet sich so eine gewisse Tendenz ab. Scheiße. Wo rennt ihr eigentlich rum? So, Nils ist mittlerweile auch ein bisschen ruhiger. Ja. Er entscheidet sich für den Ghost, weil damit kann man ja super Leute umfahren. Ja, nur er nicht leider. Boah, du hast ja so ein Glück. Zoss! Ich häng fest. Oh Scheiße, das war ein Bug. Und hier mit dem Niedler. Den Niedler, ja, den mag ich eigentlich auch. Nee. Also ich mag den Niedler auch gar nicht. Oh, Sniper wäre schlechte Wahl. Ja, Sniper. Das wäre echt dumm. Ja. Oh, der Budi stürzt. Da ist er wieder am Abstauben! Also ich wage mal die Prognose, wenn er nicht ganz viel schief geht. Ich glaube, die Runde ist gelaufen, ja. Geht die erste Runde an Budi. Ja, Nils hat 7. Außer Simon holt sich jetzt, läuft die ganze Zeit hinter Eddie und Nils her. Hey, Moment, schießt man nicht auf mich. Irgendwas hier. Geht's wieder.
Das war sehr komisch. Man merkt auch, Simon wird immer angespannter. Ja. Die Runde nähert sich dem Ende. Vielleicht sollte er sich doch schwimmen, da kann man jetzt nicht mehr viel aufholen. Doch von diesen Fesseln lösen. Mann, du Oh, nicht wieder. Oh. Okay, hat er riskiert und hat gewonnen. Nee, das geht gar nicht. Du musst doch schon 12-mal tot gewesen sein, Alter. Wenn ich den scheiß Booty nur mal sehen könnte. Wo bist du? Da drüben. Da ist er. Na, da. Unsichtbar. Aber immer mit dem Raketenwerfer unterwegs. Nein, das ist das Blutgewehr, du Arschloch. Das sehe ich jetzt leider nicht, weil es... Das ist überhaupt nicht das Blutgewehr. Oben, der Simon hatte eins. Aber Booty hat den Booty Raketenwerfer. Doch. Mann. Oh, Booty versucht wieder abzustauben. Und er ist schön von oben, er ist unsichtbar. Oh, Idiot! Wenn das mal ein sicherer Punkt ist... Da kommt sich Booty sehr dumm vor. Eine Minute. Und zwar zu Recht, das war echt doof. Mann, eine Minute 13 noch. Das wird noch Simon muss jetzt auch schnell ein paar Kills machen. Ah, oh, da ist er, der Booty. Da kann er diesmal ausnahmsweise nicht von hinten kommen. Alter, wie lächerlich. Du kannst einfach nichts. Du kannst wirklich nichts, Booty. Und dann zieh ich an Booty vorbei. Doch nicht. Wo hast du denn die zwei Punkte plötzlich her? Oh, Booty ist aber noch zwei Fracks im Vor... Er führt immer ein bisschen. Dings. Mal ein Punkt, mal zwei. Er hat schon wieder geentert. Das werft jetzt Simon wahrscheinlich. Oh ja. Wie er guckt. Zu Recht. Warum hast du denn 18? Da kann man aber auch echt ausrasten. Das ist, weil du die ganze Zeit nur die beiden Weicheier da killst. Wenn da nicht noch ein Wunder passiert, dann mal Booty jetzt auch gleich nochmal ein paar Kills mitnimmt mit seinem Ghost. Ja, und 20 Frags. Nochmal zwei aufgestockt auf 20. Oh, und Simon ist auch schon deutlich genervt. Und noch 30. Er versucht nur mit der Elephant Gun, aber. Ah, auf die Entfernung sehr schwierig. Selbst für Simon. Würde er nie zugeben, aber. Oh ja. Oh. Hat ihn noch erwischt. Nicht schlecht. Das war eine gute Aktion, selbst für Simon. Und dann noch schnell den Eddie mit? 17 zu 20. Ja, Eddie. Jetzt der Eddie. Oh, Eddie hat noch nicht Elon. Seinen Rhythmus gefunden. Simon. Na, 6. So, und jetzt sind es noch 3 Sekunden, das war's. Erste Runde ist vorbei. Ich denke, das ist recht deutlich. Was? Oh, komm, ey. Mindestens den scheiß Eddie hätte ich doch den Punkt noch kriegen müssen. Yes! Ich denke, wir sind alle einig, dass der Punkt schlecht ist. So, erste Runde vorbei. Nächste Map. Können wir das jetzt mal so klären, dass du richtig spielst? Alter, ich spiele die ganze Zeit richtig. Auch mal von vorne angreifen. Auch mal richtig spielen. Nicht in der Ecke sitzen. Wir haben jetzt gefühlt von Simon und Booty ein bisschen mehr gesehen als von den anderen beiden. Da passiert aber auch mehr. Also man merkt, die beiden, ganz andere Liga. Die haben, glaube ich, echt am meisten Halo gespielt aus der Gruppe von den vielen. Und das hat man irgendwie auch gemerkt. Wobei ich hier auch sagen muss, Booty hatte echt viel Glück. Der hat wirklich oft abstauben können. Und da kann ich auch verstehen, dass Simon ein bisschen sauer wird. Auf der anderen Seite hat Booty ja auch das Entern geradezu perfektioniert. Also so ein paar Frags sind dann doch schon verdient. Aber es stimmt schon, er hat auch manchmal Glück. Und Simon halt immer im Ghost. Hat jetzt viele Frags mit dem Ghost gemacht. Aber daran hat man auch schon wieder gesehen, gerade an dem Beispiel Ghost, man muss wirklich damit umgehen können.